Er ist wie Bowser in Mario Kart nicht besonders schnell auf den Geraden, aber er gibt alles, um irgendwie vorne zu bleiben. Und schiebt mich, er lenkt mich voll in die Wand rein. Was ist das? Ich brauche Personenschutz. Du kleiner Penner. Oh, guck doch, was ist das denn? Guck mal, wie. Na, mich zu holen, komm mit hier hoch, schnell, wirst du uns beeilen. Boah, das ist so kalt und eigentlich ist die Rennsaison ja auch vorbei, aber nein, wir machen noch ein großes Rennen dieses Jahr und zwar heute. YouTuber-Kart-Event hier im Ekodrom in Neu-Ulm. Pete wieder eingeladen, wir fahren gegen Izzy, Jay, Peter, viele andere sind dabei. Und eins ist ganz klar, ich ziehe Jungs und Mädels heute alle ab. Wir müssen den Sieg holen für Team Spieken Racing. Let's go. Kommentier. Ich sag die ganze Zeit. Nicht fahren. Nee. Er hat Angst zu fahren gegen mich. Irgendjemand muss ja kommentieren. Ja, siehst du die Aussage? Ich werde die ganze Zeit sagen, irgendeiner muss ja Felix, die Kurve werde ich besser genommen. Die Kurve werde ich besser genommen. Ganz falsch angefahren. Nein, du hast ja keine Ahnung. Peter kann nicht fahren. Wir werden uns mal an unsere Formel 1 Duelle. Ist das sein Ernst? Peter hat Angst vor der Rache, glaube ich, deswegen macht er heute nur den Kommentator, aber... Akio! Wir haben gar keine Angst. Wir müssen bei einem Pizmeet-Event, muss ja irgendjemand da aus sitzen. Ja. Das verstehe ich schon, aber du bist ja ein Schisser. Fuck you. Wir haben drei Leute, die fahren von uns. Wir gehen tatsächlich davon aus, dass du alle fertig machen wirst. Deswegen habe ich gesagt, dein Kart auf 50% Stärke. Ja, richtig. Finde ich wichtig. Ja, deswegen. Ja. Wir wechseln das Kart. Da haut mal den Rest der Bande an der Mitte heute. Ja, das geht. Gut. Wir haben alle gesagt, ihr beide seid heiß auf den Sieg heute. Ja. Aber ihr seid hier noch nicht gefahren, oder? Nee, ich habe mir schon meine Ideallinie gezeichnet und so. Gibt's noch einen Trackwalk oder irgendwas? Weil ich habe nur jetzt direkt ins Qualifying direkt rein. Kannst du machen, los, komm. Kannst du ihn jetzt machen. Jetzt gibt's den Trackwalk. Schon mal ein bisschen geguckt, wer alles mit dabei ist, aber damit ihr nochmal einen Überblick bekommt, wer unsere genauen Konkurrenten sind. Wir kommen jetzt. Das sind sie also, Leute, unsere Herausforderer. Ich weiß noch nicht, wie sie ernst nehmen müssen, aber eigentlich musst du je besser immer die Herausforderer ernst nehmen, damit wir heute hier auch gewinnen können. Das sind auf jeden Fall die Karts und wie ihr vielleicht schon erkannt habt, das sind E-Karts. Also schön mit Elektromotor, das heißt sofort volle Power am Kurvenausgang. Bin ich jetzt auch seit Jahren nicht mehr gefahren und habe auch gleich nur 5 Runden, weil gleich ist Qualifying. Ich durfte vorher noch nicht fahren. Kein Training, nichts, direkt gleich Qualifying. Da muss alles stimmen, denn der Erste kriegt schon 5 Punkte und natürlich die Startposition dann fürs erste Rennen zählt davon auch. Ich habe mir schon eine Kamera hier vorne rangebaut, das heißt, ich nehme euch wieder live mit. Und dann heißt nichts anderes als Vollgas. Und da sind wir auch schon on board, Leute. Ich nehme euch mit, Streckenvorstellung hier auf meiner Quali-Runde im Ekodrom in Neu-Ulm. Komplett Vollgas für diese Kurvenkombination gefahren. Jetzt hier minimal kurz anbremsen und dann geht es den Berg hoch, denn wir haben 2 Stockwerke hier in Neu-Ulm und da geht es jetzt darum, so viel Speed wie möglich mitzunehmen. Die ganze fast Vollgas fahren in Quali traue ich mich noch nicht ganz und lupfe minimal, aber später wird man hier Vollgas fahren, also nicht alle, aber ich auf jeden Fall. Vollgas ist wieder hier zurück bis auf die andere Seite der Halle, dann geht es wieder in dieser Kurvenkombination hin, her und gleich wieder den Berg runter und hier ist überall auch möglichst wenig Weg, möglichst viel Speed mitnehmen. Ich durfte mich nicht vorbereiten, hatte kein Training, bin in diesen 5 Quali-Runden, die ich hatte, das waren meine allerersten auf der Strecke und das hier war meine schnellste Runde fürs Qualifying und ich wollte natürlich die Pole-Position jetzt hier ganz, ganz tricky, diese letzten 2 Kurven, da musst du erstes herschenken, um hier Vollgas zu nehmen. Jetzt Weg sparen und ganz Kopf runter, damit man hier möglichst noch ein bisschen Windwiderstand spart und wir haben P1, Leute, wir sind ganz vorne. Yes, boys! So muss es sein. Stark, Junge, stark. So muss es sein. Okay, Qualifying vorbei. Das heißt, jetzt steht auch unser Team. Also wir sind immer ein Team aus 3 Fahrern. Und wir haben jetzt 2 Rennen. Also einmal die langsameren 6 und dann die schnelleren 6, wo ich fahre. Das heißt, ich habe nur ein paar Sekunden Zeit. Fahr. Jetzt einmal ganz schnell nach vorne zu Leslie, die ist auch bei uns Team. Du holst das Ding. Pole Position hier in Rennen 1. Ja. Das wird was?
ganz ruhig. Du holst die Zeit beim Rausbeschleunigen. Egal, was der da hinten macht, ja? Der existiert nicht. Du fährst so, als ob er nicht da wäre. Dann hat er gar keine Chance zu überholen. Ziel ist, dass wir hier Punkte holen in beiden Rennen. Viel Glück. Das machst du. Top-Voraussetzungen, Leute. Guter Start. Jetzt sind wir vorne. Oha! Und die erste Bremszone, und siehst du vorne mit deinem Vorsprung. Ihr yes, Boys! Oh, Crash, ist aber jetzt noch hier. Okay. Junge, das geht hier runter und drüber. Es gibt hier Crash. Alter, was ist am zweiten Platz aber gerade? Junge, die ist richtig, lässt sich da richtig dran. Die sind die Balls. Die Banden dann mit, die Eck mal hinten ran. Auf den Graden legt sie den Kopf rein hier, um ein bisschen weniger windanfällig zu sein. Die macht das, die holt ihn noch, die holt doch. Überholen ist halt sau schwer, aber die hat den absoluten Willen, noch den ersten Platz zu holen, das sehe ich. Oh, sie zeigt ihn auch runter, weil sie weiß, sie wurde gedreht, sonst wäre sie Erste gewesen. Aber unser Team Grün hat den zweiten Platz geholt, immerhin wichtige Punkte. Das war eine Mega-Leistung, zweiter Platz. Du hast gesehen, ich war schneller, ich habe den mehrmals von hinten gedreht. Ich habe es genau gesehen. Du warst langsam, du hast nur einen breiten Hintern gehabt. Ey, du hast es nicht gut gemacht, ey. Du hast mir richtig die ganze Zeit. Du warst doch schneller als ich. Aber mega Leistung. War richtig stark. Zweiter Platz. Sehr, sehr gut. Ich bin bereit. Und ich habe noch einen Plan. Denn ich muss Jay hinter mir halten. Jay ist im Verfolgerteam, das Team von Simon aus dem ersten Rennen. Irgendwie muss Sepp an ihm vorbeikommen. Und deswegen muss ich Sepp gerade, auch wenn er nicht in meinem Team ist, ich muss ihm jetzt irgendwie eine geheime Botschaft zuteilen. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Ja. Also, du bist ja Dritter. Du startest hinter mir direkt. Ich baller voll in dich rein. Du fährst. Ich werde innen fahren. Du bleibst einfach hinter mir. Ja. Ich werde Jay so blockieren, dass du innen durchschlüpfen kannst. Okay? Also, wofür musst du hin? Fahr nicht hinter Jay, sondern fahr hinter mir. Dann kannst du easy durchschlüpfen. Okay, mach okay? mal. Okay? Immer innen, innen, innen. Ja, mach mal. Nice. Ich wünsche dir ein gutes Rennen. Viel Erfolg. Wir kommen zum zweiten Rennen vom Beatsmeet E-Card Invitational 2020. Ja, und wir haben jetzt die schnellsten Fahrer, Plätze 1 bis 6. Ihr habt's gehört, Leute, achtet auf die Startampel, die geht jeden Moment los und ich muss natürlich nach rechts achten, auf Jay, denn den will ich natürlich nach außen zwingen, damit Sepp innen durchgeht und es ist lange rot, ich werde nervös, aber jetzt komm, und grün, los geht's, guten Start erwischt, ich bin vor Jay, das ist perfekt, jetzt kann ich meinen Plan nicht hart umsetzen, ihn schön hier den langen Weg außen rum zwingen und damit kann Sepp innen durchstechen, jawohl, Sepp ist durch, schau dir die Rückfahrkamera um und jetzt in der Kurve, Izzy geht auch noch durch, da kann man auch mal kurz jubeln. Das war der Move des Rennens, Leute. Der wichtigste Move mit Abstand. Wir haben jetzt natürlich 20 Runden, in denen ich mich jetzt hier vorne behaupten muss. Aber ihr seht, wir haben schon einen kleinen Vorsprung, denn da hinten wird sich jetzt gebattelt zwischen Izzy, der auf dem zweiten Platz ist, Sepp auf dem dritten Platz und dahinter erst Jay, den wir mit unserem zugegebenermaßen sehr, sehr harten Manöver da gezwungen haben, dass er erstmal zurückstecken muss. Aber ja, er hätte halt früher zurückstecken können, hinter mir ein Stern, hätte vielleicht nur einen Platz verloren. So, direkt zwei Plätze, weil er alles gegeben hat und bis in die Wand mitgefahren ist. Das ist so, ein bisschen so, ich habe mich erinnert gefühlt an Verstappen Hamilton in Brasilien. Man könnte meinen, nicht ganz die feine englische Art, halt eher die brasilianische Art, aber die FIA hat gesagt, so ist das in Ordnung. Und für mich war es eben die einzige Möglichkeit dafür zu sorgen, dass hinter mir, ich habe praktisch langsam gemacht für Jay, damit Sepp innen durchging. Es war ein wir sind nicht mal im gleichen Team, aber es war eben für die Teammeisterschaft für mich extrem wichtig, denn nur so konnte ich eben dafür sorgen, dass Jay möglichst wenig Punkte sammelt, weil sein Teammate im letzten Rennen ja gewonnen hat und wir in der Teamwertung eine Chance haben. Also alles dafür gegeben und jetzt muss ich alles dafür geben, meinen ersten Platz zu halten. Aber das sieht gut aus, Leute. Vollgas für die letzten verbleibenden 18 Runden. Und dann sollten wir hier den Sieg holen, oder? Und vor allem Jay hoffentlich für den vierten. Ich brauche Personenschutz. Hütet mich vor Jay. Jay wird mich töten. Glückwunsch an Felix erstmal für den Sieg. Ja, verdient also geworden. Echt stark gefahren. Du kleiner Penner. Sorry nochmal für die erste Runde. Aber das musste sein, weil wir in der Teamwertung, weißt du? Ja. Nee, ich merke mir das. Du kommst nachher nicht an mir vorbei. Es gibt jetzt ja noch ein Rennen. Du bist ja schnell.
und da starten wir umgekehrte Reihenfolge vom Qualifying. Also ich starte als Letzter und du als Vorletzter. Ja. Yeah. Und wir müssen beide durchs Feld. Wollen wir nicht einen Pakt machen, dass wir uns zusammen durchfliegen? Ich schmeiß dich. Bette? Nee. Oh. Na, den Pakt gibt es nicht. Ich glaube, menschlich habe ich mir ein bisschen was versaut. Ja, alles. All die Jahre aufgebaut. Felix, raus aus Pete Card. Okay, stopp. Bevor wir mit dem Rennen beginnen, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos, NordVPN. Mit einem VPN könnt ihr ganz einfach mit einem Klick virtuell euren Standort ändern. Denn dabei wird euer ganzer Datenverkehr ins Internet über zwei NordVPN-Server umgeleitet. Somit weiß niemand, wer wo ihr wie seid. Und eure Daten werden auch noch doppelt verschlüsselt. Mega praktisch, um zum Beispiel auf einer Streaming-Plattform Serien zu schauen, die es in Deutschland noch gar nicht gibt. Oder im Urlaub Serien zu schauen, die es nur in Deutschland gibt. Ich selbst nutze NordVPN vor allem auf Reisen, wenn ich mich in öffentliche WLANs einlogge. Dank NordVPN kann dann niemand mitbekommen, auf welchen Seiten ich mich so bewege. Und auch niemand kann meine Passwörter für YouTube und so weiter rausbekommen. NordVPN gibt es für fast alle Geräte als Apps oder Programm. Und sogar bei der Stiftung Warentest im VPN-Test hat NordVPN den ersten Platz gemacht. Und NordVPN ist auch noch dazu der schnellste VPN-Anbieter auf dem Markt. In der App könnt ihr ganz einfach aus über 5100 Servern in 60 Ländern auswählen. Also damit könnt ihr euren Standort echt überall hin auf der Welt versetzen. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen und ich habe einen 73% Rabattcode für euch. Felix von der Laden, einfach benutzen beim Anmelden oder der Link unten in der Videobeschreibung. Den ersten Monat gibt es sogar kostenlos dann. Also, probiert es auf jeden Fall aus, aber wir kommen jetzt endlich zum Rennen. Das letzte Rennen startet jetzt gleich nochmal wichtige Anweisungen hier. So. Kleiner Tipp nämlich, zum Überholen komm mit hier hoch, schnell, wir müssen uns beeilen, bevor es losgeht. Also die Stelle, die ich schon gesagt habe, musst du hinten überholen, ja. Wo es hochgeht, aber hier, diese Stelle, okay. Da rechnen die wenigsten damit. Okay. Hier ist ja das ganz eng, eng, eng. Und wenn du da hinter jemandem bist, eng, genau. Eng, eng, genau. Wenn die Leute hier ausholen, ja. Du gehst einfach innen rein. Innen rein, okay. Hier innen musst du merken, weil da rechnen die nicht damit. Da hinten verteidigen alle, hier rechnen sie nicht damit. Gutes Rennen. Das wird was. Scheine rennen, Leute, schnell zurück. Ab in die Karten, jetzt geht's los. Und wir starten also vom letzten Platz. Es zählt die schnellste Rundenzeit, die wir insgesamt gefahren sind. Ich, Izzy, startet als Vorletzter, weil du die zwei schnellste Rundenzeit von allen hattest. Köln Connection am Start. Ja, ich weiß noch nicht, was das jetzt wird. Ich muss halt den, oh Gott, da kommt er. Den muss ich halt irgendwo holen. Jay, du standest ja viel weiter vorne, du hast ja eine scheiß Rundenzeit gehabt. Ich bin glücklich. Hätte ich das gewusst, wäre ich ganz langsam gefahren die ganze Zeit. Ja. Scheiße. Jetzt kann ich dreimal überlegen, wer sich das Punktesystem und diese Reihenfolge ausgedacht hat. Team Pete. Ich hab damit nichts zu tun. Kleine Schiebung hier. Team Grün ist einen Punkt nur vor dem Team von Jay. Also unser Team führt mit einem einzigen Punkt. Jay startet deutlich vor mir. Ich muss den irgendwie überholen, diesen Rennen, wenn wir die Team Championship gewinnen wollen. Und in der Einzelwertung bin ich ganz knapp vor Sepp und vor Izzy. Also auch da muss ich eigentlich beide überholen, wenn ich das ganze Ding gewinnen will. Das wird jetzt nicht ohne, denn ich starte als allerletzter, aber wir geben natürlich alles. It's back in line, ready to go! Und Alter! Sehr geordneter Start. Oh, Mist, da wird gut durchgerüttelt. Oh, Brand aber auch! Oh, 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 oh. Stau auf folgenden Strecken! Oh. Hier! Oh, Mama, nicht mehr! Leute, stehen! Da stehen Leute schwer! Jetzt ist das Holzbruch! Oh, guck mal, was ist das denn? Guck mal, wie Boah, Leute, ich bin zwar noch nicht viele Kartrennen gefahren, aber das hier war definitiv das krasseste Kartrennen ever. Deswegen sehen Sie es jetzt nochmal komplett hier aus meiner Perspektive. Vom 12. Platz aus, ja, bis grün! Vollgas und vor mir hat mir wurde ein bisschen geschlafen, das heißt, wir können direkt auf den 11. Platz vorziehen. Izzy ist hinter uns, Hansepp vorbei, aber er kommt jetzt ein bisschen besser durch, weil vor mir staut sich. Wir sind wieder auf der 11. Position. Es ist komplettes Chaos hier, alle gehen Vollgas. Wir sind schon im Knäuel, einfach Vollgas rein und jetzt, naja, jetzt hängt's hier ziemlich. Vollgas, komm weiter! Schubst euch irgendwie rum. Na, wie komme ich vorbei? Ich bin ja immer noch 11. Komm ganz rechts rüber, gehen wir jetzt. Und dann innen reinstechen. Und so können wir vielleicht ja mal 10. Platz können wir holen. Und hier ein bisschen Platz und selbst schaffen. 9. 8. So sieht das aus, Leute. Super. Oh nein, nein, nein. Ich komme nicht durch. Nein. Das Rennen ist gelaufen für mich, Leute. Ich bin 11. wieder. Gelbe Flagge. Hier ist nämlich noch ein Crash. Izzy und Jay haben sich gecrashed. Das heißt, wir sind 9. jetzt wieder. Zu diesem Zeitpunkt. Gelbe Flagge, wir kriegen gerade nicht volle Leistung, können nur langsam fahren. 9. Platz. Junge, Riesenabstand auf jeden Fall nach vorne an die Spitze. Und ihr wisst, ich will natürlich der Meister werden. Ich will den dicken Pokal mit nach Hause nehmen. Und dafür muss ich in diesem Rennen möglichst gewinnen. Denn es geht so eng vorne an der Spitze zu. Gelbe Flagge vorbei, wir können wieder Vollgas geben. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wer ist denn überhaupt hier vor uns? Ich glaube, das ist der Simon oder besser gesagt Bimon von den Rocket Beans. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ihn irgendwie wegschubsen können. Aber der wurde Erster im ersten Rennen. Also nicht das Rennen, wo ich mitgefahren bin, sondern von den anderen 6. Da hat er gewonnen vor meinem Teammate,
Vorfahren, Fuchs von Leslie. Und deswegen, naja, der ist auch im Konkurrenzteam was von Jay, was wir hinter uns lassen müssen. Und der wird hier alles geben, um uns irgendwie nicht vorbeizulassen. Ihr seht, der hat ein bisschen KTV und der weiß, aber wir schubsen ihn ein bisschen rum. Denn Ellbogen sind ausgefahren. Ihr habt gesehen, was hier im Start passiert ist. Da muss man mal ein bisschen anschubsen. Indoor-Kart ist sonst ein bisschen schwer zu überholen. Aber solange man niemanden komplett wegrammt, nur so ein bisschen anschubsen, das gehört dazu, vor allem in diesem Rennen. Ja, ihr werdet es noch sehen, was hier alles passiert ist. Jetzt heißt es erstmal Vollgas. Okay, wir müssen aufholen, wir müssen jetzt einfach, jetzt können wir kurz uns mal einfach konzentrieren, gute Rundenzeiten fahren, denn von den Zeiten alleine war ich eigentlich über eine Sekunde schneller als alle anderen, die hier waren, zumindest bis jetzt. Ja, das heißt, wenn ich mich konzentriere, jede Runde weiterhin gut fahre, dann sollten wir da eigentlich 0, nichts vorne wieder dran sein, denn die werden sich ja auch bekämpfen. Und dann mal schauen, Sepp auf jeden Fall vor und Sepp natürlich auch vorne. Wir sind drei nebeneinander, das wird doch nicht gut gehen. Und so geht es auch nicht ganz gut, einer geht in die Wand, Sepp war ja leicht in der Wand und wir hängen ihm somit direkt hinten dran. Hier kann man alles Vollgas fahren und das machen die vor mir nicht, deswegen kommen wir da schneller ran. Sind schon neben Sepp und Kollision da mit Mischbaum heißt sie, glaube ich. Die ist auf jeden Fall sehr verrückt drauf gewesen, aber wir haben sie alle bekommen. Und hier jetzt noch, nein! Das hab ich, Mischbaum knallt da hinten neben mich rein, während ich versuche, hier vor mir, ich glaube es ist der Fischkopf, an den hier vorbeizukommen, aber der verteidigt gut, der weiß auch wie es läuft und das ist eben so schwer, selbst wenn man schneller ist, selbst wenn man bereit ist, sag ich mal, ein bisschen hinten anzuecken, selbst dann, wo willst du überholen, du musst dir genau gucken, jetzt hier andere Linie wählen, um jetzt besser rausbeschleunigen zu können, um jetzt hier gute Power zu haben, aber selbst so, ich komme einfach nicht ran, im Windschatten, wir ziehen uns jetzt ran, aber hier ist Vollgas, alle fahren Vollgas hier, jetzt erst die Bremszone, hier, zu weit weg, um irgendwas zu machen. Na, man kann ja nicht Vollgas einfach reinbrettern. Aber jetzt hier ganz außen an, innen rein und, naja, es geht halt nicht. Wie willst du durch? Aber Fischkopf und ich sind beide schnell. Wir beide schließen auf die beiden vor uns auf und sind damit jetzt hier mittendrin. Und da hat er den Fehler, weil er hinten dran ist und ich kann vorbeigehen an ihm. Und habe hier den fünften Platz. Und damit vielleicht direkt hier den vierten. Nein, Fabian Döller, der ist jetzt vor mir. Und der ist auch, schießt hier nochmal. Geht gegen die Wand, gegen mich. Ich habe mich irgendwie durchgeboxt bis auf den vierten Platz und habe damit den Endgegner vor mir. Nämlich Brammen. Der Tank, Leute, von Team Pete's Meat. Er ist wie Bowser in Mario Kart. Nicht besonders schnell auf den Geraden, aber er gibt alles, um irgendwie vorne zu bleiben. Und schiebt mich, er lenkt mich voll in die Wand rein. Was ist das für Brammen, Junge? Ist sicher in Ernst. Er dreht mich voll in die Wand rein. Aber jetzt kommt meine Kurve. Zack, und dann haben wir den dritten Platz. Jawohl. Dritter Platz, wir sind vorne, aber Brammen schießt in den rein, das habe ich nicht erwartet. Und er schiebt mich wieder in die Wand. Wir kämpfen weiter gegeneinander, wieder auf dem vierten Platz. Und Brammen schiebt mich auch in diese Innenwand. Er dreht sich, ich bleib stehen. Außenrum geht einer vorbei, gehen zwei vorbei. Wir sind auf dem fünften Platz. Okay, fünften Platz konnten wir immerhin halten. Das gibt's nicht. Halleluja, wer ist da jetzt überhaupt wieder vor mir? Ein bisschen schwer immer zu erkennen von hinten. Ist das der Fischkopf, der jetzt wieder ist? Das könnte auf jeden Fall sein. Und hinter mir ist Sepp. Der drückt, das ist natürlich auch nicht langsam. Wir täuschen innen an, gehen wir da rein. Nein, da! Das war ein Fehler, das war ein Fehler. Dadurch gehen jetzt hier alle vorbei. Sogar Easy geht wieder vorbei. Und Mischbaum, den geht es auch noch. Drängt mich auch in die Wand rein. Und Fabian Döller, die ist vorbei. Alle sind sie vorbei. Wir sind auf Position 10. Das Rennen ist halb gelaufen. Okay, 9, weil Mischbaum sich da irgendwie halb gedreht hat von alleine. Wir sind auf dem 9. Platz wieder. Gerade waren wir auf der 10. Fast alles verloren. Ich meine, immerhin Jay ist hinten. Das heißt, in der Meisterschaft Chancen noch offen. Aber zu diesem Zeitpunkt führt Farbenfuchs, mein Teammate, was natürlich mega ist für uns Teamwertung. Aber damit wäre sie auch Erster in der Gesamtwertung, weil sie ja Zweiter in ihrem Rennen war. Das heißt, ich würde jetzt gerade nicht mehr insgesamt gewinnen. Also lange nicht. Ich muss so viele Plätze aufholen. Ich muss mindestens Zweiter, wenn ich sogar Erster werden, um das hier zu schaffen. Also, irgendwie jetzt Zweiten, um da weiter nach vorne zu kommen wieder. Wer ist da vor mir? Wer ist es, der mir hier den Weg versperrt? Hier, Fabian Döller ist es. Und der weiß es aber auch. Einmal bin ich easy, die vorbei. Jetzt macht hier alles zu. Wir verteilen. Schaut. Das macht er gut. Und ich denke, komm. Aber er macht es so gut. Er verteilt echt gut. Starke Leistung von ihm. Wir sind trotzdem im Windschatten. Und ich spreche gerade mit mir selber und sage, komm, den musst du jetzt schieben. Den musst du schieben. Im Windschatten. Wir schließen auf ihn auf. Ganz leicht. Komm hier. Leicht anschubsen. Und zack. Damit sind wir durch. Und habe den Platz gewonnen. Und er weiß, sein Duell ist nicht mit mir, sein Duell ist mit den anderen. Also lässt er mich jetzt schön fahren. Und wir gucken uns unseren nächsten Gegner aus. Das ist auf jeden Fall so eine richtige Kette an mehreren Autos, die da vor uns hier eine Bergkette hier ist. Da schenkt sich niemand irgendwas. Und es bringt gar nichts, da hinten hier reinzufahren. Oh Gott, wir sind nebeneinander mit Fischkopf. Aber der sagt, nee, Katar ist auch sein gutes Recht. Und er fährt im Gegenzug, möchte er angreifen. Geht da irgendwie einfach innen durch und wir stechen mit rein. Und holen uns auch die Position. Ah ja, es wird enger, wir schaffen es. Das war unverhofft, aber damit haben wir uns gerade hier die Position geholt. Gegen Simon,
Irgendwie Monte ist jetzt wieder hinter uns und wir hängen weiter hinter Fischkopf, der auch, sag ich mal, eine sehr robuste Fahrweise hat. Genau wie ich, die braucht man in diesem Rennen, um erfolgreich zu sein. Das macht er, aber jetzt können wir ihn leicht anschieben und innen rein. Das war natürlich das Mittel der Wahl hier. Ich meine, das ist nicht ganz die feine englische Art, aber ich wusste, wenn ich irgendwie nach vorne durchkommen muss, und anscheinend war ja alles erlaubt, niemand hat irgendwo irgendeine Strafe bekommen. Das war ein bisschen Wreckfest, ja? Ihr müsst euch so vorstellen. Das war nicht iRacing, das war nicht Formel 1, das hier war Wreckfest. In real life aber. Wir haben uns alle nichts geschenkt. Jetzt bin ich hinter Izzy, der Nenner Dreier kommt, unter anderem mit Zepkev. Er blockiert innen, dass ich nicht vorbei kann, macht er gut, aber wir können trotzdem uns so leicht neben ihn setzen. Brammen und Zepp da vorne also noch mit dabei. Wir jetzt hier als Viererteam, wir alle kämpfen miteinander, ich bin vor Izzy, aber er hat die Innenseite, gleich kommt Izzy, erstmal wieder nach vorne, Kollision mit Sepp, er auch mit Izzy, und irgendwie jetzt neben Izzy, sind wir vorne, nein, er ist vorne, und er macht das gleiche wie Brandon und drängt mich hier in die Wand, ich lenke dagegen, das gibt's doch nicht, Izzy, aber er hält weiß den Cake, und irgendwie kommen wir durch, er hat sogar nach dem Rennen sich dafür entschuldigt, Izzy, alles gut, das gehört in diesem Rennen, war es, würde ich mal sagen, voll geworden, und dann haben wir es alle gemacht, und Sepp drängt mich wieder hier aus, innigen Izzy durch, aber er schießt gegen die Wand. Und Sepp hier, das war ja auch nicht alles mit Absicht, ne? Also Sepp zum Beispiel hat mich da, glaube ich, teilweise einfach gar nicht gesehen. Und dann in so einer engen Strecke wirst du gegen die Wand gedrückt. Das ist Hallenkart ohne Regeln. Das ist Breakfast in Real Life. Alter, nochmal irgendjemand schießt hinten rein. Ich glaube, der Sepp, hier wurde sich gar nichts geschenkt. Aber ich habe hier nichts gesagt, nicht mal einen blauen Fleck. Das kann ja beim Kartfahren schon mal schlecht passieren. Aber alles super. Also die Karts irgendwie waren gut. Diese Banden, die grenzen, haben die Stoßdämpfer dahinter. Das heißt, die gehen immer so ein bisschen zurück. Das war schon irgendwie alles top. Und hat gut funktioniert und so waren wir auf dem vierten Platz. Hinter dem Endgegner, hinter Brammen, nach unten den Kopf, nach unten für weniger Luftwiderstand, um irgendwie uns hier ranzusaugen. Dann sind wir zu weit weg. Jetzt muss ich muss ganz clever sein. Ich darf es nicht verkacken. Ich muss jetzt hier irgendwie mir Brammen holen und ich wusste, der blockiert alles. Der wird sich so breit machen. Also er ist eigentlich schon breit genug, aber er macht sich noch breiter auf der Strecke. Wir schieben irgendwie, aber Bram sagt, schnell du, ich lass dich verhungern und schick dich wieder in die Wand rein. Clever gemacht, Sepp geht durch. Das war ein super Move von Bram. War hart, aber ganz ehrlich, damit musste ich rechnen, wenn ich selbst auch hart fahre. Also vollkommen okay, ein Move von Bram. Hart an der Grenze, aber im grünen Bereich noch. Und damit kämpft jetzt nach vorne Sepp mit Bram und dreht Bram und meine Chance, an beiden vorbeizugehen. Das war vielleicht die einzige Chance für mich, an Bram vorbeizugehen. Davor hat es nie geklappt, aber so habe ich den dritten Platz. Und bin vor Izzy, weil die beiden Beats mit Jungs sich da selbst rausgekegelt haben. Fast so ein Glück für mich nach dem ganzen Pack vorher allerdings. So sind wir jetzt, die Hälfte des Rennens ist längst vorbei. Sind wir auf der dritten Position. Lassie auf 1. Dazwischen ist noch Paul und ich muss jetzt Vollgas geben. Ich muss eine Runde perfekt wie die andere aneinander rein, um da irgendwie noch eine Chance zu haben, vorne ranzukommen. Izzy ist hinter mir, seht, der konnte auch sehr gut mithalten. Also Top Performance auf jeden Fall von Izzy. Insgesamt am ganzen Tag hat er die zweitschnellste Zeit gehabt hinter mir. Das hat er hat sich auch immer weiter gesteigert. Aber hier seht ihr gerade in diesem Bereich, da verliert er jetzt so ein bisschen. Ne? Er war die ganze Zeit nah dran. Aber jetzt seht ihr, hat er so ein bisschen was verloren. Aber viel dazwischen war nicht. Also hat er auch sehr gut gemacht. Aber wir müssen jetzt weiter eben perfekt werden. Wir können nicht nach hinten gucken. Wir müssen nach vorne gucken. Denn ich möchte natürlich insgesamt hier gewinnen. Und ich möchte auch, dass unser Team gewinnt. Mit möglichst vielen Punkten. Also, Startziel. Und wir springen jetzt einfach mal ein paar Runden nach vorne. So. Denn so langsam zeichnet sich der zweite Platz von Paul. Da vorne ist er. Der ist eigentlich einfach nur vorne gestartet und dann am Anfang Glück gehabt. So schnell war er nicht, aber er ist fehlerfrei gefahren mit seiner eigenen Pace, mit seiner eigenen Performance. Nur 3-4 Runden vor Schluss war ich bei ihm und konnte mir jetzt ausgucken, wo hole ich ihn mir. Wie mache ich das Ganze? Und ihr wisst ja, da vorne seht ihr übrigens noch Leslie. Und ich glaube, das war jemand in der Runde, wo Leslie mir noch weiter weg. Aber hier diese Stelle, die habe ich Leslie vorher gezeigt. Einfach innen rein, zack. Genau, was ich mir gezeigt habe, zu überholen. Habe ich selbst genutzt, um mir den zweiten Platz zu holen. Aber es war leider zu wenig Zeit, um jetzt dann noch ganz vorne zu fahren. Weil Leslie war zu weit weg. Aber P2 nach diesem Rennen. Wow, Leute. Oh,
ein Rennen. Was war das? Ich habe noch nie so ein komplett verrücktes Rennen gehabt. Wir haben uns nur die ganze Zeit gecrashed. Wie war dein Start? Du bist gut nach vorne gekommen direkt. Ja, erst bin ich nur ein, zwei Plätze nach vorne und dann habe ich aber deine Tipps angewandt und habe mich dann wirklich so vorgesneakt. Und oh, mega. Ich glaube, Simon war das auch damit so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Und ich so, genau das, nachdem ich im letzten Rennen natürlich die ganze Zeit hinter ihm war. Oh mein Gott, danke. Alter, war das ein geiles Rennen, ey. Das war krank, geil. Die ganze Zeit nur gecrashed. Guck mal, wie fertig alle sind. GG. Ich dachte, in der ersten Runde, das Rennen ist vorbei. Als vor mir sich jemand gedreht hat, ich steckte fest, so viel Zeit verloren, danach nochmal. Aber es war so verrückt, irgendwie noch auf die 2 vorgekommen. Damit, glaube ich, haben wir gewonnen. Felix, Leslie und Dennis, einfach hier rüber sehen. Was für ein komplett verrücktes Rennen. Wir haben sowas von gewonnen hier. Team gewonnen. So hier erster Platz. Einmal Sieger der Herzen auch noch. Den Ego-Perspektive Platz 1 für die Einzelwertung. Besser hätte es nicht laufen können. Ich bin froh, dass alle Knochen bei allen Teilnehmern noch da sind. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gibt so ein Event nochmal in der Zukunft. Danke auf jeden Fall an PeteSweet. Danke euch auf jeden Fall. Wir waren ein Mega-Team. Danke. Mega gut. Ja, danke schön. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ah ja, stimmt. Das nächste Racing-Video kommt, ist nämlich eine Ankündigung für die nächste Rennsaison von der Motorsportmesse in Essen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.